übersichtig oder krank. Du landest hier nicht, weil du alles richtig gemacht hast. Der Verhörraum ist kalt und riecht nach Schweiß. Hier ist niemand freiwillig. Du hast dich verspielt und Scheiße gebaut, das weißt du. Das weiß auch er und weicht meinem Blick aus. Befleckte Hände kann man nicht verstecken. Es war sein erster Auftrag. Ein eigener Trailer für ein Videospiel. Es ist 0 Uhr und damit beginnt der Sperrstunde. Das Verlassen Ihres Hauses ist fortan untersagt. Wir wünschen Ihnen eine sichere Nacht. Brutale sehen. Mehr Gewalt und mehr Blut. Keine individuellen Ideen oder kreativen Ausgüsse. Das interessiert niemanden. Auf dieser Welt arbeitest du für Verkaufszahlen und Marktanteile, erwirtschaftete Seelenlose, die deine Ideen auffressen, weil du nichts weiter als eine Spielfigur bist. Und wenn du kein Gespür dafür hast, wie man Menschen in die Flut der Reize stürzt, erfüllt deine Arbeit keinen Zweck. Er ist sein eigener Richter. Versucht die Erinnerung mit Rauch zu benebeln, zu verdrängen. Ich stelle ihm keine Fragen, weil er mit zugeschnürter Kehle nichts sagen kann. Später erzählt er mir von der Nacht, wie er seinen Kopf einfach ausblendete. Zurück auf Anfang, zweiter Versuch. Sein Assistent war nervös, folgte dennoch allen Anweisungen und hielt die Kamera hoch. Sie sollte Zeuge seiner Gewalt sein. Echter, authentischer Gewalt diesmal. Er sah sich als Leistungslieferanten ohne zweite Wahl, griff blind nach der Waffe, mit einem Schlag zum Erfolg. Der Würfel fällt und zeigt die 7. Du schlägst zu. 7 verdammte Mal. Der Baseballschläger traf den Hinterkopf des Obdachlosen so hart, dass der Schädel einer geknackten Walnuss glich, als man die Leiche fand. Krankhafter Ehrgeiz biegt die Moral. Und ich bin der Zeuge seiner Schwäche, während er vor mir zerbricht. Die Zeit arbeitet gegen die Verdrängung. Sein bleiches Gesicht schwitzt und zittert. Er erinnert sich. Diese Leistungshierarchie verlangt strikte Hingabe und Gehorsam, Ersetzbarkeit, Massentauglichkeit. Der Drang nach dem Meer verwandelt sich in das zu viel. Doch deine Leichen musst du selbst begraben.